Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fastlife Box von AZ. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, finde wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fastlife von AZ, endlich ist es soweit. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. Fastlife von AZ, endlich das Album. 2016 kam ja bereits die EP mit demselben Namen, die Fastlife EP, damals von AZ. Und seitdem wartet man auf das Debütalbum. Jetzt haben wir es endlich. Es trägt denselben Namen, natürlich ohne EP. Wir haben hier eine riesengroße schwarze Box. Hier oben lesen wir in so einem glänzenden Format, in so einer glänzenden Schrift AZ Fastlife. Dann hier in der Mitte einmal groß FL, nochmals für Fastlife. Und hier dann Limited Gangbox. Das Ganze in schwarz gehalten. Rundherum haben wir so goldene Zierrahmen, so Ornamente. Erinnert von der Optik stark an Versace. Die Seiten ansonsten blank schwarz. Hier lesen wir nochmals AZ Fastlife. Oberseite wieder blank schwarz. Und auf der linken Seite wieder AZ Fastlife zu lesen. Die Rückseite bzw. Unterseite auch komplett schwarz. Und hier unten haben wir dann noch Barcode und Credits zum Album. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Boxformat noch nie vorher gesehen. Also erstens mal, es ist mit Sicherheit eine der größten Boxen, die ich je hatte. Und es ist vor allem auch vom Format her eine absolute Premiere für mich. Wir machen das Ganze mal auf. Sie macht auf jeden Fall einen sehr stabilen und harten Eindruck vom Material her. Das Ganze von innen schwarz. Dann kommen uns die beiden Tonträger entgegen, und zwar einmal, wenn man es rausbekommt. Alter! So, einmal das Album Fastlife und dann die Cayman Street EP 3 und dann die Instrumentals zum Album. Also diese drei Inhalte hier oben. Wir haben hier so eine Zwischenebene, so einen Schaumstoffeinleger, in dem das Ganze Platz gefunden hat. Den heben wir jetzt mal raus. Und darunter kommt dann zum Vorschein einmal der Bademantel, der Chillmantel. Ein Poster. Und dann dürften wir hier wieder eine Zwischenebene haben. Machen wir die auch noch auf. Wieder so ein Einleger, allerdings ohne Schaumstoff, nur so Papier, Karton. Und dann haben wir hier zum Abschluss die Chill-Schlappen, die Badeschlappen. Das Ganze hier unten eingefasst, auch wieder in so einem Karton-Einleger. Dieser jetzt unten festgeklebt, also den können wir nicht rausmachen. Das heißt, wir haben die Box jetzt vollends erkundet. So, eine Ebene nach der anderen fügen wir wieder zusammen. Deckel machen wir wieder drauf. Also, wie gesagt, absolute Premiere, diese Box, sowohl vom Inhalt als auch von der Gestaltung. Okay, nachdem hier einige Sachen noch in Folie sind, machen wir die hier mal raus. Also, einmal der Bademantel, dann haben wir natürlich die Street EP. Ja. So. Und dann das Album an sich. Müssen wir noch schauen, wo wir hier am besten starten. So, Album
Street EP und Instrumental CD. Wie immer starten wir mit dem Album an sich, Fast Life AZ. Hier haben wir den Künstler abgebildet mit zwei Ketten in der Hand. Sonnenbrille am Start. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall eines der heiß erwartetsten Alben des Jahres 2018. Hier unten lesen wir nochmal KMN Gang und den Verbraucherhinweis auf Englisch. Parental Advisory Explicit Content. Das Ganze im Jewel Case. Hier lesen wir nochmal AZ Fast Life. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 14 Tracks an der Zahl. Und zwar haben wir einige Features. Wir haben Features von Raf Camora, Noisy und Suna, Miami Yasin, nochmal Suna, nochmal Suna und Nash. Also das ganze Camp von KMN mit am Start und einziges Fremdfeature Raf und Noisy mehr oder weniger. Barcode und auch hier wieder Credits. So sieht das Ganze dann von innen aus. Wir werfen mal einen Blick in das Booklet. Also dieser Schwarz und dann dieser Pfirsich, dieser hellbraune Ton ziehen sich hier durch. Wir haben hier die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer das Ganze produziert hat. Und dann haben wir hier AZ in bester Manier mit Geldbündeln, weitere Tracks inklusive Features, weitere Fotos des Künstlers, AZ mit einem Stapel 50er, mehreren Stapeln 50er. Telefon. Jawohl. Und zum Abschluss haben wir dann noch die Infos, wer daran beteiligt war und natürlich die Social Media Auftritte von AZ. KMN Gang. Die CD in Schwarz und ebenfalls in diesem hellbraunen, in diesem Pfirsichfarben Fast Life AZ. Rückseite blank. Dann haben wir die KMN Street EP 3. Hier lesen wir KMN Street EP Volume 3. Ich glaube, die erste EP war ja damals auf Sunas Debütalbum. Die zweite war dann, glaube ich, bei Kasia von Miami. Und das ist in dem Fall dann Nummer 3. Freut mich auf jeden Fall, in dem Fall, dass die Street EP 3 hier als Jewel Case gekommen ist. Weil bei Suna und bei Miami Yasin war es ja meiner Meinung nach so ein Digisleeve, so eine Papphülle. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck so. Wir haben hier 6 Tracks am Start. Und wir haben hier Tracks von Suna, Noah, Suna, Suna, Noah, Noah. Okay. Interessant. Also kein Track von Miami, Yasin, Nash oder AZ. Den ersten Track kennt man ja schon, der wurde als Video ausgekoppelt. Aje von Suna. So, das Booklet in dem Fall so ein Einleger. Wir haben hier KMN Gang auf der einen Seite und KMN Street EP Volume 3. Je nachdem kann man eventuell das Wendecover verwenden. Machen wir mal wieder rein. Die CD sieht so aus. Das ist jetzt spannend. Hier steht KMN Street EP 2 und hier vorne lesen wir KMN Street EP 3. Ja, ich nehme mal an, dass es hier zu einem Fehler gekommen ist. Man ist jetzt nicht weiter tragisch, aber es ist natürlich auf jeden Fall ja, lustig, dass wir jetzt hier die Street EP 2 nummeriert haben. Okay, solange der Inhalt von der 3er drauf ist, kann ich damit leben. Und dann haben wir natürlich noch die Instrumentals zum Album Fast Life. Auch hier 14 Stück an der Zahl. Fast Life AZ Instrumental CD lesen wir hier. Und das Ganze kommt in so einer Papphülle, in so einem Digisleeve. Gut, Musik mit dieser CD erledigt. Dann hoppala, schauen wir mal kurz das Poster an, das hier mitgeliefert wurde. Boah, das ist mächtig, das Poster. Also, wir haben auf der einen Seite AZ auf seinem ja, mehr oder weniger Thron sitzend. Mit den diversen 50er Bündeln.
Oberteil von Philipp Plein. Sieht auf jeden Fall gut aus. So sieht das dann aus. Also hier vor schwarzem Hintergrund im Hochformat. Und auf der Rückseite haben wir dann diese Illustration, diese mehr oder weniger Comiczeichnung. Wir haben hier die zwei Adler. KMN Gang lesen wir hier. Der eine Adler mit der Kette, der andere mit dem Mike. Das wahrscheinlich für den Zwiespalt stehen soll zwischen kriminellen Geschichten und Musikkarriere. AZ hier mit Nike-Umhängetasche und einem Waffengriff, der hier rausschaut. Und das dürfte wohl ein Paket Koks sein. Darunter oder daneben diverse Euroscheine. Hier lesen wir noch KMN AZ Fast Life. Und rechts, das dürfte wohl derjenige sein, der das Ganze gemalt hat, Illustration Kani Demia. Gut, ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall diese hier wählen. Die gefällt mir dann doch deutlich besser. Okay, dann haben wir den entsprechenden Mantel in diesem KMN Design. Also das Muster des Mantels komplett hier in Schwarz und Gold. Wir haben hier immer Kronen und dann daneben immer KMN stehen. Hat dann hier so einen goldenen, ja, so eine goldene, wie nennt man das? So eine goldene Leiste eingenäht. Ich suche jetzt gerade nach einem, nach einem Infozettel, da haben wir ihn schon. Also, was lesen wir hier? KMN Gang, Wasch- und Pflegehinweise. Und dann haben wir hier die Info, Made in China und 100% Polyester. Also, ersetzt jetzt natürlich keinen Bademantel, aber wenn es etwas wärmer ist, ist das natürlich sehr angenehm zu tragen. Und der ist auch relativ groß, also da dürften echt die meisten Leute problemlos reinpassen. Wir haben dann an der Seite noch diese Schlaufen, die sind dafür da, um diesen Gürtel, um dieses Band hier durchzuführen. Ebenfalls in dieser Kronenoptik, in diesem Muster. Schön gemacht, dass das da nicht so rumflattert, dann kann man das Ganze eben festziehen. Und der Mantel kommt natürlich nicht alleine, denn wer Mantel trägt, braucht auch die passenden Schlappen dazu. Die kommen hier in so einem, in so einer Banderole hier, KMN Gang lesen wir hier, schwarz und gold. Und dann haben wir hier die Schlappen und hier lesen wir Fast Life. Diese in schwarz gehalten mit goldgelbem Fast Life aufgestickt. Ja, erinnern stark an solche Schuhe, an solche Schlappen, die man im Hotel bekommt. Also in feineren Hotels bekommt man die. Ist natürlich jetzt auch relativ geruchsintensiv. Es dürfte an der Sohle hier liegen. Aber es fühlt sich auf jeden Fall angenehm an. Man hat hier innen und auch die Sohle komplett hier mit so einem Stoff überzogen, gefüttert. Also gerade wenn man jetzt zu Hause irgendwie einen lockeren Tag hat oder irgendwie einen Sonntag entspannt daheim verbringt, dann eignen sich diese Schlappen in Kombination mit diesem Mantel sehr gut. Werde ich auf jeden Fall mal am Sonntag ausprobieren. Gut, das war's mit dem Inhalt. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Diese zwei Schuhe, diese zwei Schlappen hier mit Fast Life Aufdruck, der dazugehörige Chill Mantel inklusive Gürtel oder Bund, um das Ganze zuzumachen. Dieses Poster, zweiseitig bedruckt, beidseitig bedruckt, im Hochformat jeweils. Die KMN Street EP 3. Die Instrumentals zum Album Fast Life. Und natürlich das Album Fast Life an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box
Fast Life von AZ. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr AZ unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.